Okay, so eine Dreiviertelstunde. Der Vortrag hier ist quasi das Pendant zu dieser Beilage, die in den Rucksäcken verteilt wurde. Also das sollte die jemand nicht haben, beim Kegon-Stand gibt es da Exemplare, die man sich abholen kann. Das ist ein 60-seitiges Booklet über agile Organisationsentwicklung. Die Hintergrundgeschichte zu diesem Booklet, bevor ich jetzt in die Slide einsteige, die war eigentlich ziemlich witzig, weil ich bin seit Jahren in der agilen Organisationsentwicklung unterwegs und schreibe auch für verschiedene Magazine, also zum Beispiel für die Informatik aktuell, dieses Internetmagazin, oder eben auch für die Open Spektrum. Und irgendwann kam jemand von Six Startup auf mich zu und hat gemeint, ob ich nicht auch, oder wir, also Silke und ich, Silke hinter der Kamera und ich hier, ob wir nicht auch ein Booklet schreiben könnten in dieser Reihe, die Six Startup da rausbringt, über agile Organisationsentwicklung. Und da habe ich gesagt, also schreiben kann ich da schon was, aber es gibt halt keinen Standard. Also es gibt Dinge, die sich rauskristallisieren im Moment, Dinge, die funktionieren bei verschiedenen Firmen, aber so einen richtigen Standard, also dass man irgendwie sagt, Scrum, ja, auf Teamebene, Scrum ist so ein Standard, der sich etabliert hat, oder Kanban wäre so ein Standard, der sich etabliert hat. Aber in der agilen Organisationsentwicklung, also ich stehe irgendwo mit meiner Firma auf Punkt A und möchte irgendwie nach Punkt B, und wie komme ich von A nach B, ist im Moment der Markt noch nicht so weit, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier der Standard, wie ich von A nach B komme. Und dann haben sie gemeint, ja, egal, also dann halt kein Standard, dann schreib halt einfach auf, was du im Kopf hast. Und eigentlich sollte das irgendwie 30 Seiten dick werden, und dann wurde es 60 Seiten dick am Ende. Und daraus ist dann eben dieser Vortrag entsprungen, Speed of Change. Also es geht hier nicht darum, irgendwie zu sagen, das ist der Standard oder so sollte man es machen, sondern es geht einfach nur darum zu sagen, das sind meine Erfahrungen, die habe ich über die letzten Jahre gemacht. Es ist auch nicht so, dass ich sage, das ist das Einzige, sondern was ich versucht habe, in diesem Booklet sowohl als auch in diesem Vortrag rüberzubringen, ist das Delta von dem, wo wir im Moment gerade unterwegs sind, zu dem, wo ich glaube, wo wir eigentlich unterwegs sein müssten. Also es gibt ja viele gute Dinge, die sich etabliert haben über die Zeit, also so Scrum, Kanban, Less, Nexus, Safe und solche Sachen, wo man großen Fundus hat. Das sind alles Sachen, die benutze ich in meiner täglichen Arbeit. Aber zusätzlich zu diesen Sachen gibt es aus meiner Sicht eben ein Delta, also etwas, was fehlt, um eigentlich die agile Organisationsentwicklung hinzukriegen, die meiner Meinung nach sinnvoll wäre. Und genau darum geht es jetzt in der nächsten, ich hoffe, ich schaffe es in einer halben Stunde oder so, dann haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen und Antworten. So, also grundsätzlich ist eine agile Organisationsentwicklung ja eigentlich auch nichts anderes als die Einführung von einer neuen Technologie. Also wer diese Kurve kennt aus Crossing the Chasm von Jeffrey Moore, da geht es um Einführungen von neuen Technologien im Markt. Wenn ich eine Organisation agil umstrukturieren möchte, dann ist das natürlich die Kurve der Wahl. Ja? Weil egal, was ich einführe, egal ob ich im Requirements Engineering was ändere oder an den Development Practices, ob ich am Hardware Design was ändere, ob ich neue Strukturen einführe ins Unternehmen und weggehe von Hierarchien und hin zu Team-based oder Tribe-based Organisationsstrukturen. Es wird immer Leute geben, die finden das total geil, die springen da voll drauf an, die stressen sich rein, die lernen, die wollen das mit vorantreiben, und es wird immer Leute geben, die sagen, wenn wir es alle machen, mache ich auch mit. Und es wird am Ende auch immer Leute geben, die sagen, ohne mich, ja, also wenn ihr mich zwingt, wenn ich sonst am Ende des Monats keinen Gehaltscheck kriege, dann vielleicht ja, aber ansonsten lasst mich damit in Ruhe. Das ist die Grundkurve, mit der ich grundsätzlich immer arbeite, und in jedem Bereich der agilen Organisationsentwicklung, also egal ob ich jetzt das Requirement Engineering umstelle oder so, ist diese Kurve vorhanden, und wir haben immer Leute, die in diesen verschiedenen Teilen dieser Kurve sozusagen sich wiederfinden. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie in jedem Teil des Changes sich in derselben Teilkurve wiederfinden. Zum Beispiel springt einer vielleicht total darauf an, Extreme Practices einzuführen. Und ist da bei den Innovators dabei. Und es gibt andere Leute, die können dem überhaupt nichts abgewinnen, obwohl sie im Entwicklungsteam arbeiten, aber finden es total cool, sich ins Agile Requirement Engineering einzulesen. Die werden vielleicht irgendwie eine späte Mehrheit für Extreme Programming Praktiken, aber für Agiles Requirement Engineering sind sie ganz vorne mit dabei. So, das ist so eine Grundidee. Wenn ich in die Agilität, also wenn ich mein Unternehmen nicht nur dem Label Agilität draufklatschen möchte und sagen möchte, hey,
So, jetzt sind wir agil, weil wir machen Scrum und wir machen Kanban und wir machen Safe und Less und Nexus und I don't know. Sondern wenn ich versuchen möchte, das Unternehmen kontinuierlich zu entwickeln, iterativ, inkrementell, so wie man auch Software entwickelt, dann ist das immer die Kurve der Wahl, mit der ich arbeite. Hier ein Zitat von Jack Welch, damals CEO von General Electric, ist aus dem Jahr 2000 dieses Zitat. If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near. Das heißt, wenn mein Unternehmen ist ja immer irgendwie ein Teil irgendeines Marktes. Und wenn sich der Markt schneller verändert als die Adaptionsgeschwindigkeit meines Unternehmens, dann wird diese Firma früher oder später aufhören zu existieren. Das ist, ich meine, das ist super einfach, super logisch, aber wenn man sich das mal im Detail überlegt, was das bedeutet, wir haben Märkte, die sich wahnsinnig schnell entwickeln. Also geht es nicht darum zu sagen, wir müssen jetzt agil werden und wenn wir dann irgendwie Safe eingeführt haben oder Less, dann sind wir agil und dann passt alles, sondern es geht darum, Organisationen zu entwickeln und da ist Scrum und was ansonsten da auf dem agilen Markt rumläuft, einfach nur ein Hilfsmittel. Es geht darum, Organisationen zu etablieren, die es schaffen, eine schnellere Reaktionsgeschwindigkeit zu haben, als der Markt Veränderungen bringt. Was natürlich bei sich schnell verändernden Märkten eine echte Herausforderung ist. Aber es ist auch klar, wenn ich es nicht schaffe, also wenn meine Reaktionsgeschwindigkeit der Firma kleiner ist als der Markt, der sich verändernde Markt, dann wird die Firma früher oder später aufhören zu existieren. Die Frage ist dann nur, wie lange kann ich von dem zehren sozusagen, was ich mir in der Vergangenheit als Fettpolster aufgebaut habe. Die Reaktionsfähigkeit setzt sich ja grundsätzlich aus zwei Dingen zusammen, nämlich aus der Geschwindigkeit, mit der ich Dinge umsetzen kann innerhalb der Organisation und der Vorhersagbarkeit. Das war irgendwann auch mal zwei Zeilen. Vorhersagbarkeit ist natürlich das Wichtigere von beiden, weil wenn ich einfach nur schnell bin, aber ich weiß nicht wie schnell, also ich bin heute mal schnell und morgen mal langsam, dann bringt mir das relativ wenig. Das heißt, die Vorhersagbarkeit der Organisationsentwicklung ist eigentlich das, ich sag mal, das, wo man den Hebel als erstes ansetzen muss. Weil erstmal muss meine Organisationsentwicklung vorhersagbar werden, bevor sie dann an Geschwindigkeit aufnehmen kann. Jetzt ist das aber nicht trivial und meine gesamten Recherchen, die ich dazu gemacht habe, im Internet, nicht in den Communities mit Leuten unterhalten habe, bestätigen mir eigentlich immer wieder, dass es im Grunde weltweit kaum nennenswerte Studien zur Vorhersagbarkeit von Organisationsentwicklungen gibt. Das heißt, es ist im Grunde ein vollkommen neues Gebiet. Und warum das so ist, gucken wir uns gleich mal an. So, also Vorhersagbarkeit in der Organisationsentwicklung bedeutet, ich habe im Grunde immer zwei verschiedene Phasen, durch die meine Organisation geht. Ich habe immer eine Phase von Stabilität und eine Phase von Disruption. Die Phase von Stabilität, die lässt sich vielleicht noch einigermaßen leicht vorhersagen. Die Phase von Disruption, da wird eine Vorhersagbarkeit der Organisationsentwicklung schon deutlich schwieriger. Also was ich damit meine ist zum Beispiel, ich führe jetzt zum Beispiel das Safe Framework ein. Dadurch erzeuge ich natürlich eine gewisse Disruption. Es gibt andere Rollen, die Organisation ist anders aufgebaut, Leute müssen Schulungen belegen und so weiter. Eine gewisse Vorhersagbarkeit kann ich darin haben, wenn ich einen gewissen Plan erstellt habe und sage, okay, diese Schulungen müssen wir machen, wir müssen diese Workshops durchführen und was auch immer. Aber nach jeder Phase der Disruption brauche ich eine Phase der Stabilisierung, um das, was dann sozusagen aufgeworfen wurde, dann auch sauber ins Unternehmen einzutakten. Das heißt, wenn ich mich mit Vorhersagbarkeit beschäftige, muss ich mich grundsätzlich mit zwei unterschiedlichen Vorhersagbarkeiten beschäftigen, nämlich mit der Vorhersagbarkeit der Stabilitätsphasen oder der Stabilisierungsphasen und mit der Vorhersagbarkeit der Disruptionsphasen. Ich darf mich immer nur hier zwischen der Wasserflasche und dem Flipchart bewegen, weil sonst laufe ich aus der Kamera raus. Du machst es super. Die Kernbereiche. Das sind die drei Kernbereiche. Also das stellt aus meiner Sicht dieses Delta dar. Also diese drei Kernbereiche des Deltas zwischen dem, wo wir jetzt sind und wo agile Organisationsentwicklung eigentlich sein müsste. Die Organisationsentwicklung selber, individuelle Entwicklung und datengetriebene Transformation. Jetzt gucken wir uns das erste Mal die Organisationsentwicklung an. Was fehlt uns da? Hier Conway's Law, Conway's Gesetz. Kann man sich mal im Internet anschauen bei Wikipedia, was genau Conway's Gesetz aussagt. Aber mittlerweile ist es ja in genug Studien nachgewiesen, dass es im Grunde für jedes komplexere Softwareprodukt oder für jedes komplexere Produkt gilt. Eine direkte Schlussfolgerung von Conway's Gesetz ist zu sagen, die Organisationsentwicklung ist der erste Schritt zur Produktentwicklung. Das heißt, Conway's Gesetz sagt ja sowas wie, wenn ich jetzt eine Software mit drei Teams entwickle, dann werde ich innerhalb dieser Software drei Teile haben. Also wenn ich mir den Quellcode der Software angucke, dann wird dieser Quellcode in drei Teile zerfallen. Warum? Weil die Kommunikation innerhalb der Teams natürlich deutlich einfacher ist als die
Kommunikation über die Teamgrenzen hinweg. Das heißt, es werden sich Teile herausbilden innerhalb des Codes. Das heißt, egal was ich mache, also sobald ich ein komplexeres Produkt entwickle, meine Organisationsstruktur ist immer die Basis des Produktes, das ich entwickle. Das heißt, meine Architektur zum Beispiel kann nie unabhängig sein von der Organisation, die dahinter steckt, vom Organigramm, schlicht und einfach. Das heißt, wenn ich ein Produkt entwickeln möchte, das, ich sag mal, ein komplexes Produkt entwickeln möchte, dann muss natürlich auch die Organisation, die dahinter steckt, dementsprechend genug Komplexität absorbieren können. Und das ist das Nächste. Produkte, die von Unternehmen entwickelt werden, können nur so komplex sein, wie die Fähigkeit der jeweiligen Organisation ausgebildet ist, mit Komplexität umzugehen. Ein ganz einfaches Beispiel, möglicherweise hat das der ein oder andere hier auch schon mal erlebt. Wenn ich führe Agilität ein in einem größeren Unternehmen, ich habe möglicherweise irgendwie 10, 20 Scrum-Teams und führe Agilität ein, weil ich sage, okay, wir müssen irgendwie schneller werden und so, dann haben diese Teams, die Scrum-Teams vielleicht irgendwie eine Velocity von 30 Story-Points, so im Schnitt, keine Ahnung. Das ist jetzt einfach mal nur eine Zahl in den Raum geworfen, ohne jetzt auf irgendwelche Normalisierungen eingehen zu wollen. So, und mit der Zeit wird die Velocity weniger. Und irgendwann enden diese Teams bei einem Durchschnitt von 10. Und die Projektleitung oder die was immer, Programmsteuerung fragt sich, okay, aber warum ist es jetzt nur noch 10? Also wir machen doch nichts anderes als vorher. Wir haben dasselbe Requirements Engineering, wir haben dieselben Practices in der Implementierung, wir haben dieselbe DevOps Pipeline oder was auch immer. Aber wir haben vor 2 Jahren haben wir noch 30 im Schnitt entwickelt und jetzt nur noch 10. Der Grund ganz oft, den ich in der Praxis antreffe, ist einfach, weil dieses Softwareprodukt eine Komplexität entwickelt hat, die von der Organisation nicht mehr absorbiert werden kann. Das heißt, wenn ich irgendwas mache, ich will irgendwas tun und möchte vielleicht ein neues Feld einfügen, dann muss ich auf der Datenbank irgendwas ändern, dann muss ich an der Benutzeroberfläche irgendwas ändern. Das hat aber wieder irgendwelchen Impact auf irgendwelche anderen Teams, was die gerade machen. Das heißt, umso komplexer dieses Softwareprodukt wird, umso mehr nimmt natürlich diese Geschwindigkeit, die Velocity der Teams, um neue Features zu produzieren, ab, weil sie ja viel mehr Constraints immer bedenken müssen. Und dann kommt natürlich oftmals das Management irgendwie auf die Idee, ja, wir haben ganz viel Technical Debt und wir müssen jetzt unser Technical Debt abbauen. Und es funktioniert sogar, teilweise, bis zu einem gewissen Grad, ein bisschen am Anfang, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal hier irgendwie 2, 3 Sprints, wo wir einfach nur Technical Debt abbauen. Und dann wird die Velocity kurzzeitig höher und dann geht sie wieder runter. Warum? Weil wir genau wieder an dieser Grenze sind. Das heißt, die Organisation ist nicht mehr in der Lage, die Komplexität dieses Softwareprodukts abzubilden. Das heißt, ich brauche Organisationsstrukturen, die in der Lage sind, diese Komplexität zu absorbieren. Und da reicht es nicht, wenn ich einfach sage, nee, jetzt füge ich mal Scrum ein, jetzt füge ich mal Kanban ein und das wird dann schon. Das ist im Grunde eine ganz einfache Schlussfolgerung aus Conway's Law, ist aber was oftmals nicht beachtet wird. So, wenn ich jetzt sage, okay, Vorhersagbarkeit der Organisationsentwicklung, ja, also das heißt, jetzt weiß ich, meine Organisation ist vielleicht nicht in der Lage, die Komplexität abzufackeln, die mein Softwareprodukt eigentlich bräuchte oder an die mein Softwareprodukt im Moment gekoppelt ist. Dann muss ich ja meine Organisation irgendwie weiterentwickeln und dann irgendwie zu sagen, dann führen wir halt nach Scrum und nach Kanban das nächste Framework ein, das ist ja keine Lösung, sondern ich muss es schaffen, die Organisation iterativ und inkrementell zu entwickeln, so wie ich mein Produkt auch entwickle, so wie ich meine Architektur entwickle, weil am Ende ist die Organisation, das Org-Chart, auch die Basis jeglicher Architektur, wissen wir nach Conway's Law. Das heißt, ich brauche irgendeine Art von Vorhersagbarkeit in der Organisationsentwicklung und die kriege ich nur dann, wenn ich ein gemeinsames Backlog habe. Und ein gemeinsames Backlog bedeutet, ich brauche alles im Backlog. Ich brauche die Produktentwicklungsfeatures im Backlog, ich brauche die architektonischen Features im Backlog. Ich brauche auch die Organisationsentwicklungsfeatures im Backlog. Organisationsentwicklungsfeatures, Organisationsentwicklungsstories, die müssen genauso ins Backlog. Das hilft mir aber nur dann, wenn ich eine gemeinsame Priorisierung vornehmen kann. Das heißt, wenn ich sagen kann, zum Beispiel, was ist mein Cost of Delay für ein gewisses Produktfeature, indem ich sage, naja, dieses Produktfeature kostet mich so und so viel, wenn ich es nicht habe. Oder mir entgeht dieses Revenue, wenn ich dieses Produktfeature nicht habe. Aber gleichzeitig muss ich auch die Cost of Delay von Organisationsentwicklungsfeatures mitschätzen können. Das heißt, wie viel geht mir denn durch die Lappen, wenn ich eine gewisse Ausprägung meiner Organisation nicht forciere? Oder was habe ich denn dann nicht für Gewinn? So, also diesen Cost of Delay, der ist für manche Organisationsentwicklungsfeatures vielleicht noch relativ einfach zu schätzen.
In aller Regel ist es da, aber fängt es aber schon an, schwierig zu werden. So, und jetzt haben wir hier die Lead Time. Normalerweise wird der Wade's Choice Shop First, also Don Reinertsen, wer nachlesen mag, über die Cost of Delay und die Lead Time bestimmt. Das heißt, ich habe Cost of Delay oben und sage, okay, so und so viel geht mir durch die Lappen, wenn ich das nicht habe. Und unten habe ich, also geteilt durch die Lead Time, wie lang brauche ich denn oder bis wann habe ich denn das fertig? Ja? Also dieses Produkt, wann kann ich das denn haben? Und umso länger die Lead Time ist, umso geringer ist natürlich mein Wait Choice Shop First. So, das ist jetzt eine einfache Priorisierungstechnik, wie gesagt, Don Reinertsen, Principles of Product Development Flow, kann man sich jetzt mal durchlesen, wie das funktioniert. Aber jetzt sind wir ganz schön in der Grütze, weil eine Lead Time von einem Organisationsentwicklungsfeature kann ich im Grunde überhaupt nicht bestimmen. Bisher wurde Organisationsentwicklung oder wird Organisationsentwicklung weitestgehend ja immer noch so gemacht, dass ich sage, ja, wir müssen jetzt mal auf Kanban umstellen und dann müssen wir jetzt mal Kanban-Schulungen machen und dann arbeiten wir jetzt alle mal nach Kanban. Aber was ist denn jetzt die Lead-Time von dem? Ist die Lead-Time dann, dass ich irgendwie so quasi so ein riesen Epic über die Firma schmeiße und sage, wir machen jetzt mal alle Kanban? Das ist keine wirkliche Lead-Time in dem Sinne, weil ich ja auch gar nichts messe an Wertstellung, was mir dadurch im Unternehmen sozusagen Wert generiert. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwierig, weil ich diese Lead Time ist ja an irgendeinen Wert gekoppelt, der ausgeliefert wird. Und diese normalen Organisationsentwicklungsmechanismen, die sind ja überhaupt nicht mehr an diese Wertstellung gekoppelt. Ja? Sondern ich mache halt Kanban, weil irgendjemand denkt, Kanban oder Scrum ist jetzt eine gute Idee. So, also wenn ich Cost of Delay vielleicht noch einigermaßen hinkriege, bei der Lead Time setzt es normalerweise aus. Das ist im Grunde auch der Grund, warum zwar die Idee rumgeistert, wir müssten eigentlich vielleicht auch Organisationsentwicklungsfeatures in unser allgemeines Backlog mit aufnehmen und vielleicht auch noch priorisieren, aber spätestens wenn wir versuchen anzufangen, das wirklich zu priorisieren und gegen Produktentwicklungsfeatures, architektonische Features zu priorisieren, haben wir einfach die Werkzeuge nicht, um das zu tun in aller Regel. So. Jetzt waren wir hier bei der Organisationsentwicklung. Ja? Die setzt sich zusammen aus drei Teilen: Spielphilosophie, Organisationsarchitektur und Trainingsplan. Das erste ist die Spielphilosophie. Wenn ich mir einen großen Fußballverein anschaue, also bei mir ist immer alles wie Fußball, weil ich bin Fußballtrainer, Fußballverein anschaue, dann hat dieser Trainer, dieser Haupttrainer, jetzt irgendwie Jupp Heynckes bei Bayern München, der hat eine Spielphilosophie. Und es gibt normalerweise zwei Kriterien, nach denen große Vereine ihre Trainer auswählen. Das eine sind natürlich die Meriten, also das heißt die Pokale, die Meisterschaften, die dieser Verein gewonnen, die dieser Trainer gewonnen hat, und umso mehr er gewonnen hat, wenn die Champions League mehrfach gewonnen hat, super geil, ja, umso wichtiger oder umso eher ist ein Kandidat für unseren Verein. Das andere ist immer die Spielphilosophie. Passt dieser Trainer zum Verein? Weil jeder Verein hat ja eine gewisse Spielphilosophie. Und nicht zuletzt wurden ja über die Jahre hinweg Spieler gekauft, die diese Spielphilosophie auch verkörpern oder die in dieses Spielkonzept passen. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach, wenn ich einen Trainer wechsle, alle Spieler auswechseln, sondern ich muss gucken, dass der Trainer irgendeine Spielphilosophie vertritt, die Spieler auch mitgehen können oder wo ich dann auch das Spielermaterial habe, um das spielen zu können. So. Die Spielphilosophie ist eines der wesentlichen Kriterien, um einen Trainer einzustellen bei jeder professionellen Sportart. In der Entwicklung von Software ist der Main Trainer, wer auch immer das ist, also meistens gibt es ja noch nicht mal diesen Main Trainer, aber die Spielphilosophie ist normalerweise überhaupt kein Kriterium, diesen Main Trainer einzustellen. Das heißt, normalerweise wird nach denen seiner Spielphilosophie auch überhaupt nicht gefragt, beziehungsweise es ist überhaupt keine Debatte, was der für eine Spielphilosophie hat, weil auch die Leute, die im Gremium sitzen, ihn einzustellen, sich keine Gedanken darüber gemacht haben, was eine Spielphilosophie ist. Also wenn ich das jetzt mal mit Fußball vergleiche, dann habe ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, einen Trainer, der will gern mit Viererkette oder mit Fünferkette spielen oder mit Raute im Mittelfeld oder mit hängender Neun oder I don't know. Das heißt, ich weiß ziemlich genau, wenn ich mich im Fußball auskenne, was der für eine Spielphilosophie vertritt. Wenn ich jetzt da rein stolper und sage, ja, pass mal auf, ich würde mich gern bewerben als euer neuer Main-Trainer und ich habe eine gewisse Spielphilosophie und ich habe, von Kanban nehme ich das und von Scrum nehme ich das und das und das kombiniere ich so und so und von Safe und von Less und von Nexus nehme ich das und das und das sieht dann bei mir so und so aus, dann sind die Leute normalerweise erstmal nicht interessiert oder wenn es wirklich interessieren würde, dann wären sie total überfordert, weil sie diese Spielphilosophie überhaupt nicht einschätzen können. Das ist aber für Fußballvereine oder für jede Art von professionellen Sport ganz normal, dass in diesem Gremium, das dafür verantwortlich ist, diesen Trainer einzustellen, Leute sitzen, die beurteilen können, ob die Spielphilosophie irgendeinen Sinn macht oder nicht. So, Spielphilosophie haben wir nicht. Ja? Das ist einer der großen Punkte in diesem Delta.
Spielphilosophie bedeutet aber auch, ich brauche irgendeinen Trainerstab und dieser Trainerstab muss mit einer Stimme sprechen. Diese Spielphilosophie muss sozialisiert werden und wir brauchen einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Also bei einer Fußballmannschaft, ich brauche einen Main-Trainer, einen Haupttrainer, der hat seinen Trainerstab. Die müssen mit einer Stimme diese Spielphilosophie vertreten und da darf nicht irgendwie einer rumlaufen und sagen, naja, heute machen wir das Fitnesstraining und morgen machen wir das Fitnesstraining. Das muss in das Gesamtkonzept dieser Spielphilosophie passen. Also es bringt mir überhaupt nichts im Softwareentwicklungsumfeld zu sagen, ich hole mir jetzt mal einen Scrum-Trainer und ich hole mir jetzt mal einen Kanban-Trainer, damit sie so ein Scrum und Kanban einführen. Wenn die nicht eingebunden sind in das Gesamttrainerteam, dann arbeiten die vermutlich zum Teil gegeneinander. Weil der eine irgendwie seine Philosophie vertritt, der andere vertritt eine andere Philosophie und dann muss man halt irgendwie gucken, dass es irgendwie zusammengeht. Aber wir brauchen das aus einem Guss, damit diese Organisationsentwicklung sauber durchlaufen kann. Sozialisierung ist im Fußball auch klar, ja, ich muss das irgendwie mit der Mannschaft besprechen, ich muss das irgendwie im Training einüben. Den Spielern muss absolut klar sein, was ich für eine Spielphilosophie vertrete. Wenn ich in ein durchschnittliches Softwareentwicklungsprojekt reingehe und frage irgendjemanden, irgendeinen Entwickler, was ist die Spielphilosophie, die hier gespielt wird? What? Ja, selbst wenn ich es runterbreche und irgendwie in einfachen Worten erkläre, normalerweise ist da keiner dazu aussagefähig. Also maximal irgendwie vielleicht so eine Architekturvision oder so. Und dann einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Das heißt, es bringt mir gar nichts, eine Spielphilosophie zu haben, die unabhängig ist von den Spielern. Das heißt, das, was die Spieler in der Lage sind zu trainieren, bei den Punktespielen an den Wochenenden zu zeigen, das muss dann auch wieder zurückfließen in diese Spielphilosophie. Und die muss ich dementsprechend adaptieren. Organisationsarchitektur. Ich nenne das bewusst Organisationsarchitektur, eben weil es im Grunde aus meiner Sicht dasselbe ist wie technische Architektur. Also ich war lange Jahre technischer Architekt, bevor ich auf den agilen Zug aufgesprungen bin, deswegen ist mir das immer noch eine Herzensangelegenheit. Aber die Organisationsarchitekten, also die genauso dafür verantwortlich sind, die Organisationsarchitektur voranzutreiben, wie technische Architekten dafür verantwortlich sind, technische Architektur voranzutreiben, die sind sowas wie ein Trainerstab innerhalb eines Fußballvereins. Ich brauche Leute, die gewisse Expertise in gewissen Bereichen haben, weil dieses ganze Gebiet der Organisationsentwicklung so breit gefächert ist mittlerweile, dass es nicht eine Person gibt, die das alles abdecken kann in jeder Detailtiefe. Und ich brauche einen Cheforganisationsarchitekten in irgendeiner Form als Dirigenten. Oh Gott, wir sind in der agilen Welt, da ist das alles irgendwie basisdemokratisch, da können wir sowas nicht brauchen. Es gibt Orchester, wenige Orchester weltweit, die es geschafft haben, ohne Dirigent klarzukommen und trotzdem Weltruf zu erlangen. Die kann man an einer Hand abzählen. Alle anderen Orchester, und das sind jetzt alles keine Blödel, die in diesen Orchestern spielen, die brauchen einen Dirigenten. So, es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie hier eine neue Hierarchie einführen, sondern es geht darum, wir sind hinten dran. Für den Punkt, wo wir eigentlich, den wir jetzt bräuchten, für das Wissen, das wir jetzt bräuchten, um Organisationsentwicklung voranzutreiben, sind wir eigentlich 10 Jahre hinten dran. Warum? Kommt gleich. Ja? Das heißt, das Beste, was wir im Moment tun können, ist von dem abzukupfern, was irgendwo anders schon funktioniert. Hier nochmal kurz zum Trainerstab. Also der Trainerstab muss irgendwie als agiles Team zusammenarbeiten, nicht notwendigerweise als Scrum-Team, aber irgendwie als agiles Team. Wir brauchen eine Diversifizierung, das heißt in diesem Trainerstab, so wie ich in einem Fußballverein irgendwie einen Flexibilitätstrainer und einen Taktiktrainer und einen Ausdauertrainer habe, brauche ich auch in so einem Trainerstab eine Diversifizierung. Ich brauche Leute, die sich ein tiefes Kanban-Wissen haben, die ein tiefes Scrum-Wissen haben, ein tiefes Safe-Wissen haben, ein tiefes Nexus-Wissen haben. Das brauche ich in diesem Trainerstab. Trotzdem brauche ich eine gemeinsame Ausrichtung. Das heißt, diese Trainer, die in diesem Trainerstab sind, die sind dafür da, um diese Spielphilosophie des Haupttrainers auszukleiden oder in den Details auszudetaillieren. Und die brauchen natürlich die notwendige Ausbildung. Also irgend sowas wie, ja, vorher war er Abteilungsleiter, jetzt stellen wir um auf Agile, jetzt mache ich halt mal irgendwie sowas wie ein Release Train Engineer. Okay, dann kann ich es ja gleich vergessen. Ja, früher haben wir Fußball gespielt, jetzt spielen wir Handball, das ist dasselbe, trainieren wir halt einfach weiter. So, der Trainingsplan ist die dritte Säule innerhalb der Organisationsentwicklung, der Trainingsplan. Und der muss natürlich auf der Tagesbasis angepasst werden. Das heißt, das ist das, was ich mache, wenn ich rausgehe und mit den Spielern trainiere. Sowas brauche ich hier auch. Ich brauche mehr Zeit. So, der Trainingsplan muss natürlich gekoppelt sein an eine Nutzenhypothese. Wenn ich eine Organisationsentwicklungsfeature einführe, was habe ich denn davon für Nutzen? Wie kann ich das denn messen? Also ich muss das ja irgendwie messbar machen, einfach zu sagen, wir führen das mal Scrum ein, weil dann sind wir agil und alles ist geil. Akzeptanzkriterien. Ich brauche an jedem Organisationsentwicklungsfeature ein Akzeptanzkriterium, genauso wie ich an einem Feature oder einer User Story in der Produktentwicklung ein Akzeptanzkriterium brauche. Ich brauche eine Definition of Done. Was ist meine Definition of Done für alle Organisationsentwicklung-Features?
Ich brauche Variation and Selection, das heißt, ich brauche natürlich einen gewissen Freiraum für die einzelnen Teams, für die einzelnen Trains oder Tribes, und ich muss natürlich auch gewisse Leitplanken vorgeben, innerhalb derer sie sich bewegen. Und das Ganze muss natürlich iterativ und inkrementell passieren, weil das Ganze ein komplexes System ist und ich muss adaptiv vorgehen. So viel zum Trainingsplan. So, wenn ich jetzt ein strategisches Thema habe, hier auf der einen Seite habe ich meine ganz normale Produktentwicklung, was wahrscheinlich jedem geläufig ist. Ich habe eben den Epic mit runtergebrochenen Features und dann runtergebrochenen Stories. Hier auf der Organisationsentwicklungsseite habe ich meine Initiativen. Und diese Initiativen werden in Changes runtergebrochen und diese Changes werden in Moves runtergebrochen. Einfach nur, um eine andere Nomenklatur einzuführen, damit man nicht ständig bei Features nachfragen muss, ist es ein Organisationsentwicklungsfeature oder Produktentwicklungsfeature, sondern dass man ein Feature von Change abgrenzen kann. So eine Struktur, so eine Breakdown-Struktur brauche ich für jeden Change. Wenn ich diese Breakdown-Struktur nicht habe, brauche ich auch gar nicht anfangen, meine Organisation umzustellen, bringt nichts. Hier haben wir mal ein Beispiel, zum Beispiel eine Initiative, ich möchte, dass meine Abteilung oder mein Train oder whatever, mein Tribe resilienter wird. Das heißt, ich habe mehrere Changes, die sich damit beschäftigen, wie kann ich denn Resilienz aufbauen, und ich habe dann zu diesen einzelnen Changes mehrere Moves innerhalb der Teams, was dann gesagt, okay, was bedeutet Teamresilienz für euch? Also ein Move könnte zum Beispiel mal sein, wir setzen uns in einer Retro zusammen und überlegen uns überhaupt mal, was bedeutet Teamresilienz, und wenn wir mehr davon hätten, was würde uns das bringen? So, jetzt sind wir bei datengetriebener Transformation. Das ist der zweite Punkt hier, datengetriebene Transformation. Dann haben wir drei Unterpunkte, subjektive Daten, Flussdaten und objektive Daten. Das Wichtigste ist meine Veränderungskapazität. Meine Veränderungskapazität ist eigentlich was aus der Psychologie total bekannt ist. Es wird halt leider in Change Management bei Softwareprogrammen nie eingesetzt. Das heißt, jeder Mensch hat eine gewisse Veränderungskapazität. Und wenn diese Veränderungskapazität überschritten wird, dann wird er einfach diese Veränderungen, die auf ihn sozusagen draufgepusht werden, in einer minderen Qualität abliefern. Oder er wird sich dem verweigern oder was auch immer. Diese Veränderungskapazität kann man, wenn man mag, über Scrum Poker zum Beispiel ganz einfach messbar machen und sagen, was glaubt ihr, wie viel Veränderungskapazität wird das fressen im Team? Und dann kann man auch zusätzlich zur Produktentwicklungs-Velocity, kann man auch eine Änderungs-Velocity mal einführen, auf einem ganz einfachen Niveau. Jetzt ist es natürlich so, dass die Veränderungskapazität auch diversifiziert ist und dass der eine mehr Veränderungskapazität hat im Requirements Engineering und der andere mehr Kapazität hat in den Softwareentwicklungsmethoden, weil er sich dafür einfach mehr interessiert. Und wenn man da tiefer einsteigt, dann kann man das natürlich weiter diversifizieren. Aber überhaupt diese Idee zu sagen, mein Tribe hat eine Veränderungskapazität und diese Veränderungskapazität darf ich nicht überschreiten mit meinen Veränderungsmaßnahmen und jede Veränderungsmaßnahme frisst von dieser Veränderungskapazität, das ist was ich echt selten erlebt habe bisher. Obwohl es Common Knowledge ist in der Psychologie. So, die Folie ist drin, weil ich Sigi die drin haben wollte. Variability is the travel companion of innovation. Das stimmt auf jeden Fall, aber die Zeit rennt uns davon. Flussdaten. Flussdaten. Ich habe normalerweise kontinuierliche Daten. Die kommen entweder hier aus meinen Kanban-Systemen oder aus meinen automatisierten Systemen. In meiner DevOps-Pipeline habe ich normalerweise Flussdaten. Und mit Hilfe dieser Flussdaten kann ich dann auch eine Modellierung meines Trains, meines Tribes, meines Teams vornehmen. Innerhalb dieser Flussdaten muss ich natürlich auch meine Änderungsgeschwindigkeiten erheben und diese Flussdaten müssen natürlich in irgendeiner Form meine Spielphilosophie abbilden, die ich damit reinbringe. So, das ist jetzt stichpunktartig runtergerissen, was natürlich im Wesentlichen viel komplexer ist, aber dafür gibt es ja dieses wunderbare Buch und das, woran Silke und ich jetzt gerade schreiben, was dann viel dicker wird. Aber die Flussdaten, also ich bin ja ursprünglich Elektroingenieur, ja, und diese Blackbox, ja, du hast ein Eingangssignal, du hast ein Ausgangssignal und wenn du das Eingangssignal mit dem Ausgangssignal korrelierst, dann weißt du ungefähr, wie sich diese Blackbox verhält. Über diese Flussdaten komme ich weg von diesem Micromanagement. Das heißt, es geht nicht mehr darum, was tut ein Einzelner, sondern ich kann mein Team, meine Tribe als Blackbox begreifen und kann dann versuchen, mit unterschiedlichen Ausgangssignalen, Eingangssignalen unterschiedliche Ausgangssignale zu kriegen, beziehungsweise dann durch geeignete Change-Maßnahmen diese Blackbox zu verändern und nicht das Verhalten einzelner Mitarbeiter. Wenn ich diese Flussdaten nicht habe, werde ich wahrscheinlich immer irgendwann bei Micromanagement enden. Flussdaten, Modell des Gesamtsystems, Hypothese validieren. Das heißt, ich habe natürlich irgendein Modell meines Gesamtsystems, irgendeine Blackbox. Ich habe eine Hypothese, wie diese Blackbox funktioniert und über die Flussdaten validiere ich das Gesamtsystem, beziehungsweise die Hypothese. So, jeder Bereich der Spielphilosophie braucht ein Reifegradmodell und das ist, weil es so ist.
So, also Reifegradmodell bedeutet, es reicht nicht, eine Definition of Ready oder eine Definition of Done zu haben, sondern ich muss, keine Ahnung, vielleicht zehn, eine Leiter mit 10 Schwierigkeitsstufen hinstellen und sagen, Definition of Done auf 1 bedeutet so, auf 2 bedeutet so und so weiter. Ein Requirement Engineering auf Stufe 1 bedeutet Folgendes. Ein Requirement Engineering auf Stufe 5 bedeutet Folgendes. Auf Stufe 10 bedeutet Folgendes. Wenn ich brauche für jeden Change, den ich ausführe, ein Reifegradmodell, weil nur der gibt mir das Alignment innerhalb des gesamten Trials. Ich brauche geringere Erhebungshäufigkeit als Flussdaten, keine objektiven Daten ohne Reifegradmodell und zusätzliche Perspektiven auf die Validierung des Gesamtsystems. Objektive Daten wäre jetzt alles, was haben wir einen bestimmten Status der DevOps-Pipeline erreicht, können wir zum Beispiel schon jeden Tag einmal deployen zumindest. Ja, das wären objektive Daten. Subjektive Daten, emotionale Transparenz. Das heißt, meine Veränderungsgeschwindigkeit sinkt, wenn ich mich scheiße fühle. Hat das jemand schon erlebt? Also ich ja. So, es ist banal, aber wird deswegen Emotion transparent gemacht? Ich kann einfach hingehen zu den Leuten und kann sagen, hey, füllt mal hier einen Server aus, wie geht's euch? Dann weiß ich ungefähr, hat die Veränderungsgeschwindigkeit zu oder abgenommen, was den Leuten besser oder schlechter geht. Wenn ich nicht auf die emotionale Transparenz eingehe, also wenn ich nicht auf die Emotionen der Leute eingehe, dann wird meine Veränderungskapazität auch immer fluktuierend sein, weil ich dann möglicherweise Leute habe, die sich für bestimmte Themen begeistern und andere Themen dann eben auf der Strecke liegen lassen. Ich muss auf die Emotionen eingehen, wenn ich eine stabile, prädizierbare Vorhersage über meine Organisationsentwicklung schaffen möchte. Gleiche Wichtigkeit wie die objektiven Daten. In Unternehmen, wo emotionale Daten erhoben werden, haben die normalerweise nicht die gleiche Wichtigkeit. Wenn ich ihnen aber nicht die gleiche Wichtigkeit einräume, dann habe ich den Change-Prozess einfach nicht verstanden. Und klar, über meine subjektiven Daten, das ist eine Proxy-Variable, kriege ich natürlich auch einen Einblick in meine Veränderungskapazität. Der dritte Punkt ist die individuelle Entwicklung. Hier auf dem Kreisdiagramm sehen wir hier Training, Enablement, Agile, HR und Karrieremodell. Die individuelle Entwicklung bedeutet natürlich als erstes mal emotionale Stabilität. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, dass mein Team, mein Tribe, was auch immer, eine gewisse emotionale Reife, eine gewisse emotionale Stabilität kriegt. Weil nur das gibt mir am Ende die Prädizierbarkeit. Oh Gott, ja, das haben wir noch nie gemacht. Klar, in hierarchischen Systemen brauche ich es nicht, weil da kann ich einfach hingehen und sagen, pass mal auf, wenn du nicht A, B und C machst, dann kriegst du am Ende des Monats keinen Gehaltscheck. Kannst du ja mal überlegen. Ja? Über emotionale Stabilität in Unternehmen zu forschen, gibt es nur relativ wenige Studien. Aber das ist, wo wir hin müssen. Also das sind die Metriken der Zukunft, meiner Meinung nach. Wenn wir, zurückgehend auf Jack Welch, Unternehmen erschaffen wollen, die schneller reagieren können, als sich der Markt verändert, dann ist die emotionale Stabilität des einzelnen Mitarbeiters, die emotionale Stabilität des Teams, des Tribes, aus meiner Sicht die wichtigste Kenngröße. Wir brauchen natürlich sowas wie HR, um die Leute in ihrer Individualentwicklung zu fördern, was HR im Moment normalerweise nicht tut, sondern HR verwaltet Leute und versucht nicht, sie in ihrer persönlichen oder emotionalen Entwicklung zu fördern. Wir brauchen ein Karrieremodell, was darauf aufbaut, auf dieser Spielphilosophie. Das Karrieremodell und das Training, also Training nicht im Sinne von, gehen wir auf eine zweitägige Schulung, wir haben ein Trainingsbudget, sondern Training im Sinne von, das würde Sinn machen für dich und wir stellen dir auch mal einen Coach zur Seite, der das eine gewisse Zeit im Alltag begleitet. Oder wir stellen dir andere Hilfsmittel zur Verfügung, damit du das, was du gelernt hast, auch wirklich im Alltag integrieren kannst. Das muss die Spielphilosophie abbilden. Das heißt, wenn dieses Trainingsmodell oder das Karrieremodell nicht auf die Spielphilosophie einzahlt, dann ist es sinnlos, diesen Change voranzutreiben. Im Fußball würde das zum Beispiel bedeuten, ein neuer Trainer kommt und dieser neue Trainer hat bestimmte andere Anforderungen. Zum Beispiel will er mehr über die Flügel spielen und mehr auf die Grundlinie durchstecken oder whatever. Das heißt, ich muss mir bestimmte Fähigkeiten im Training aneignen und diese Fähigkeiten werde ich im Spiel brauchen, weil die Spielphilosophie das sagt. So, das heißt, wenn ich das nicht habe, also dieses Karrieremodell, dass es eben nicht darum geht, ich war vorher Abteilungsleiter, jetzt bin ich Release Train Engineer, sondern dass es darum geht zu sagen, was müsste eigentlich ein Release Train Engineer können, was müsste für Zertifizierungen haben, was müsste für Kurse besucht haben, was müsste für Bücher gelesen haben, was müsste für Praxiserfahrungen nachweisen können und so weiter, dann werde ich immer irgendwelche Leute da oben sitzen haben, die irgendwas verantworten, von dem sie im Grunde keine Ahnung haben. Das heißt, diese Spielphilosophie ist erstmal die Grundlage, darauf baue ich ein Karrieremodell auf und dann kann ich vielleicht sagen, okay, du warst Abteilungsleiter,
macht Sinn, mach jetzt mal den Release-Trail-Engineer, aber innerhalb von einem Jahr oder innerhalb von einem halben Jahr musst du auf jeden Fall diese Zertifizierungen oder diese Bücher gelesen haben oder diese Praxiserfahrung nachweisen können. Und wenn nicht, dann finden wir auch jemand anders für den Posten. Und Variation and Selection. Also das heißt, ich kann das natürlich nicht festschreiben für jedes Team, für jedes Individuum, für jeden Tribe. Ich muss natürlich einen gewissen Spielraum lassen, aber ich muss Leitplanken definieren. Wir brauchen auch für dieses Karrieremodell einen transparenten Anpassungsprozess, weil wenn wir einmal eine Spielphilosophie installiert haben und einmal ein Karrieremodell installiert haben, dann heißt das nicht, dass das geeignet ist, um auch in zwei Jahren noch reaktionsschnell auf den Markt reagieren zu können. Und ich brauche natürlich die Motivation der Mitarbeiter, das heißt, ich brauche das Buy-in, ich brauche deren emotionales Buy-in, um das Ganze voranzutreiben. Und das war's. So, Fragen. Macht das Sinn? Hier, Daniel. Ja, bitte. Haben wir irgendwie ein Mikro oder so? Bestimmt. Funktioniert das? Kann man das freischalten? 1, 2, 1, 2, ja, geil. Also angenommen, Sie machen eine Organisationsentwicklung in einem Großkonzern, wovon ich jetzt ausgehe. Was sind die ersten drei Fragen, die Sie sich stellen oder dem Unternehmen stellen? Die ersten drei Fragen sind immer dieselben. Also das hat jetzt weniger damit zu tun, aber die ersten drei Fragen sind immer, wie viele Leute sind an dieser Transformation beteiligt, also erstmal überhaupt das Mengengerüst klar zu kriegen. Die zweite Frage ist immer, was ist denn überhaupt der Sinn? Also warum machen wir denn diese Transformation? Was soll denn der Outcome dieser Transformation sein? Und die dritte Frage ist, was habt ihr denn für ein Basis-Know-how, um diese Transformation überhaupt auszuführen? Also das sind so meine drei Standardfragen, mit denen ich reingehe. War das eine Antwort auf die Fragen? Passt? Okay. Ich gebe es mal weiter. Genau. So, kriegen wir hin. Wir sind total agil. Mir fällt es gerade ein bisschen schwer, das Ganze nachzuvollziehen. Kannst du mal ein Beispiel nennen für eine User-Story in der Organisationsentwicklung, die in den Product Backlog reingeht oder in den Backlog reingeht? Eine User-Story, die in, also auf Team-Ebene habe ich eine Entwicklungs-Story, die da reingeht? Natürlich nicht wegen Features, sondern organisationstechnisch. Mhm, ja, okay. Also habe ich eine Menge Beispiele aus der Praxis, aber zum Beispiel eine Story könnte zum Beispiel sein, wir wollen Pair-Programming einführen und wir haben zum Beispiel irgendeinen Champion, der sagt, hey, Pair-Programming interessiert mich total. Wir haben 2 Wochen Sprints und wir sagen dann einfach, zum Beispiel am Anfang des Sprints im Planning, derjenige, der die Hand gehoben hat und den Champion machen möchte fürs Pair-Programming, der pairt mit jedem anderen im Team zumindest einmal oder zweimal, je nachdem, innerhalb dieses Sprints und in der Retrospektive gucken wir uns dann an, was dabei rausgekommen ist. Macht Sinn? Okay. Da waren noch Fragen. Da hinten war erst und dann hier vorne. Ich bin ganz schnell. Wäre es nicht auch interessant oder sogar hilfreich in dem Zusammenhang, überhaupt erstmal die Unternehmenskultur zu kennen, beziehungsweise auch die einzelnen Subkulturen von Teams, die man da weiterentwickeln will, weil so die Spielphilosophie ist ja eigentlich ein Resultat von der Kultur und das wäre eigentlich so der Ausgangspunkt. Das ist genau das Problem. Also danke für die Frage, weil das beleuchtet ja genau das Problem. Normalerweise sind die Leute in den verantwortlichen Positionen nicht in der Lage, eine Spielphilosophie transparent darzulegen. Das heißt, ja, ich habe verschiedene Kulturen auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Bereichen, aber diese Kulturen sind mehr oder weniger im Wildwuchs entstanden. Das wäre ungefähr so wie im Fußballverein, wo sich dann irgendwie 2, 3 Leute in einer Mannschaft zusammenrotten und sagen, ja, aber geil wäre es schon, wenn wir so und so spielen. Und dann 3 andere, ja, wäre schon super, wenn wir so spielen. Den Leuten, die auf einer Ebene Entscheidungen treffen, ist das normalerweise gar nicht klar. Aber es ist auch klar, dass wenn ich keine vereinheitlichende Kultur schaffe, dass die Mannschaft, die auf dem Feld steht, nicht optimal spielen wird. Das geht jetzt nicht darum zu sagen, wir wollen jetzt der Kultur sozusagen den Boden entziehen und wir installieren eine neue Kultur. Aber so wie ich am Anfang gesagt habe, normalerweise, wenn ein Fußballverein einen neuen Trainer einstellt, werden 2 Fragen gestellt. Was hat er für Meriten und was hat er für eine Spielphilosophie und passt die Spielphilosophie zu unserem Verein? Aber da die meisten Leute in den verantwortlichen Positionen diese Frage gar nicht beantworten können, passt die Spielphilosophie des Main-Trainers zu unserem Verein, weil sie die Spielphilosophie des Vereins gar nicht kennen oder nicht in der Tiefe begriffen haben, muss man natürlich irgendwo anfangen.
Also natürlich muss man irgendwie die Leute zusammenbringen, deswegen braucht man irgendwie einen Inspector-Adapt-Prozess und ein Modell, wo die einzelnen Leute, die da mitarbeiten, dann auch ihre Stimme erheben können, Anteil nehmen können an der Weiterentwicklung des der Gesamtkultur. Aber am Ende beißt die Maus da keinen Faden ab. Also wir brauchen irgendeine vereinheitlichende Gesamtkultur, zumindest in Bereichen. Wir brauchen eine einheitliche Teamkultur für ein Team. Das muss nicht dieselbe sein wie für ein anderes Team. Aber dieses Team muss wissen, nach welchen Regeln es spielt. Aber da wäre ja vielleicht auch sinnvoller Ansatz, und da gibt es ja Methoden und Werkzeuge, eine Unternehmenskultur oder auch Teamkulturen erstmal zu analysieren, so wie ticken die, also es ist eher eine sicherheitsorientierte Kultur oder eher vielleicht eine wettbewerbsorientierte Kultur, um dann Schritte festzulegen, ja, wo will ich hin und mit welchen Initiativen will ich da hin? Ja und nein. Also ja, grundsätzlich ist das toll und grundsätzlich finde ich das auch einen wichtigen Schritt, aber nein, der Main Trainer, der kommt mit einer Spielphilosophie und Jürgen Klopp ist kein Pep Guardiola. So, und die kann ich auch nicht beliebig austauschen. Wenn ich da aber jemanden als Dirigenten des Orchesters habe, dann hat der eine Philosophie. Und er kann seine Philosophie natürlich auch anpassen in gewissen Grenzen, aber er ist ein Mensch. Und dem tragen wir hier überhaupt keine Rechnung. Das wäre so wie, naja, wir versuchen jetzt mal hier die Kultur rauszufinden und was immer unsere Kultur ist, was wir am Ende feststellen, du als Main Trainer musst es dann leben. No way. Dass der Main Trainer natürlich in Interaktion mit der Kultur des Unternehmens treten muss und sich anpassen muss im Laufe der Zeit, das ist klar. Aber er als Individuum, der diese Changes zu verantworten hat, oder dieses Trainer-Team, das diese Changes zu verantworten hat, die bringen einfach eine Philosophie mit, die sie nicht einfach ablegen können und als Chamäleon einfach in ein anderes Unternehmen reingehen können, um was komplett anderes zu machen. Das heißt, ich muss beide Seiten zusammenbringen. Meiner Meinung nach. Deswegen sind wir auf der Konferenz, weil es kontrovers. Macht Sinn? Lass uns im Anschluss nochmal. Gerne. So, wir hatten noch irgendwie zumindest eine. Inwiefern spielt die natürliche Entwicklung eine Rolle? Ich meine, Nachhaltigkeit, beziehungsweise nach dem Motto, das Gras wächst nicht schneller, wenn ich daran ziehe. Wie wird das berücksichtigt? Ich brauche die ganzen Sachen, die ich für meine Feature-Entwicklung habe. Halt, oh Wahnsinn. Die brauche ich auch in meinen Organizational Changes. Ich brauche Akzeptanzkriterien. Wann ist denn ein Change abgeschlossen? Was muss denn erreicht sein, damit ich sagen kann, der Change ist done? Ich brauche eine Definition of done als Qualitätsmaß über alle Changes hinweg. Ich brauche eine Nutzenhypothese, so wie in Lean Startup, dass ich sage, okay, möglicherweise könnte das ein Nutzen für uns sein. Jetzt formulieren wir mal ein MVP Change. Und gucken mal, ob die Zahlen, die wir dann erheben, auch wirklich in die Richtung gehen, die wir uns davon versprechen. Wenn ich diese Sachen nicht einführe, und wenn emotionales Tracking und so, also wie fühlen sich die Leute, wenn ich das nicht einführe, dann brauche ich im Grunde gar nicht anfangen, dann bleibe ich am besten bei meinem alten Change-Programm, stelle irgendeinen Change-Manager an, der produziert mir irgendeine PowerPoint, irgendwie einen Monolithen und dann wird das reingedrückt ins Unternehmen. Erst wenn ich bereit bin, diese Schritte zu machen, sollte ich mir überlegen, ob ich es vielleicht auch anders machen will. Macht Sinn? Direkt hinter dir. Mal angenommen, wir überlegen uns, wir sind jetzt im Veränderungsprozess, ja, und stellen fest, oh, wir haben einiges nachzuholen, aber gleichzeitig würden wir hochwahrscheinlich die Veränderungskapazität übersteigen. Sind wir in einem Dilemma. Sag nicht, so sollen wir ein anderes Unternehmen suchen. Aber genau darauf zahlt ja dann auch Lean Startup ein. Und diese ganzen Lean Startup Prinzipien, die muss man natürlich auf die Changes genauso anwenden. Das heißt, ich habe nur eine gewisse Kapazität, dann muss ich mir eben rausgucken, welche sinnvollen Schritte kann ich machen, um meine Hypothesen bestmöglich zu validieren. Und mehr als geht halt nicht. Aber auch das ist eine Erkenntnis, die bei vielen Change Managern Stand heute, zumindest mit Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, nicht angekommen ist. Also zu sagen, wir haben eine Veränderungskapazität und die können wir nicht überschreiten. Und die ist einfach individuell auch teilweise festgelegt. Und wir müssen halt mit der Veränderungskapazität versuchen, möglichst sinnvoll zu haushalten. Allein das wäre schon ein Riesenschritt vorwärts in vielen Bereichen. Danke. Hier vorne war noch eine.
Meine Frage geht dahingehend zum Fußball. Ja, die Trainer feuert man relativ schnell. Ja. Jetzt bei Abteilungsleitern, die 20, 30 Jahre dabei sind, hast du da vielleicht ein paar Beispiele? Wie man sich schneller feuern könnte? Oder auch, wie man sich schneller verändern könnte. Das ist tatsächlich das Thema in vielen Unternehmen. Die Führungskräfte sind relativ lange dabei. Also wenn ich hier im Karrieremodell eine Anpassung mache, Karrieremodell, Abbildung der Spielphilosophie und sage, ich mache jetzt mal einfach ein Beispiel und sage, wir führen safe ein. Ja, scheißegal, wir führen mal safe ein. So, jetzt haben wir irgendwie eine Teamebene und da haben wir Scrum Master und dann haben wir auf der Programmebene einen Release Train Engineer und dann haben wir auf der Large Solution Ebene einen Solution Train Engineer. Und dann kann ich sagen, okay, pass mal auf, wenn du Scrum Master sein möchtest, dann musst du zumindest mal den Professional Scrum Master von der Scrum.org haben, 1 und 2. Und du musst diese 6 Bücher gelesen haben und du musst zumindest mal 6 Retrospektiven moderiert haben und die müssen dich bewertet haben von 1 bis 5 und du musst im Durchschnitt mehr als 4 haben. Sowas zum Beispiel. Da kann ich den ganzen Maßnahmenkatalog hinlegen. Und dann kann ich natürlich sagen, wenn du Release Train Engineer werden willst, dann musst du natürlich mehr können. Also dann musst du irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel die Advanced Scrum Master Zertifizierung von SAFe oder die Release Train Engineer Zertifizierung oder den Professional Scrum Trainer von Scrum.org oder den Accredited Kanban Trainer von der Lean Kanban University oder was auch immer haben. Und wenn die dann eine Ebene höher gehen und sagen, ja okay, aber als Solution Train Engineer musst du noch zusätzlich diese Zertifizierungen haben und du musst diese Bücher nachweislich gelesen haben und du musst diese Praxiserfahrung nachweisen. Und die Leute innerhalb deines Tribes, die müssen dich dafür bewerten, was du machst, und du musst eine Bewertung im Durchschnitt haben, die höher ist als so und so viel, dann bin ich natürlich diese alten Zöpfe relativ schnell los. Ich kann ihnen eine gewisse Karenzzeit geben und kann sagen, innerhalb von einem halben Jahr musst du das erfüllt haben, innerhalb von einem Jahr musst du das erfüllt haben, und dann ziehen sie entweder mit, weil sie sonst klar auf der Karriereleiter verhungern oder nach zu anderen Positionen weggelobt werden. Oder sie stressen sich wirklich rein und machen quasi nochmal neben ihrer normalen Tätigkeit sozusagen ein agiles Studium, um sich mal die ganzen Grundlagen reinzupfeifen. Wenn ich nicht bereit bin, das zu tun, wenn ich nicht bereit bin, an diesen Pfründen zu rütteln, dann brauche ich mir im Grunde über agile Organisationsentwicklung auch überhaupt keine Gedanken machen, weil dann geht es einfach nur darum, irgendein Label drauf zu klatschen und zu sagen, jetzt sind wir halt safe, jetzt sind wir Scrum, jetzt sind wir irgendwas, scheißegal, jetzt ist die Welt plötzlich rosa rot. Ja, macht Sinn? Eine letzte Frage noch, oder sind wir durch? Eine letzte, jawohl. Last round. Das klingt für mich jetzt sehr nach Top-Down-Ansatz und für eine Organisation sehr, sehr umfänglich. Gibt es denn andere Ansätze? Also sprich, per Piloten im Team Exempel statuieren, wo andere partizipieren können und genau den gleichen Spirit umsetzen wollen? Also ganz konträrer Ansatz? Absolut. Also ich meine, es geht mir hier nicht darum, die Welt neu zu erfinden oder zu sagen, das ist der einzig mögliche Ansatz. Das ist meine Spielphilosophie, meine. Ja? Nur meine. Ein Jürgen Klopp wird immer anders trainieren als ein Pep Guardiola oder ein Jupp Heynckes oder wer auch immer. Und wenn ich mich damit nicht wohlfühle mit diesem Ansatz, fein. Ja? Jeder Mensch sollte seinen eigenen Ansatz finden. Aber wenn ich hoffentlich eins mit diesem Vortrag erreicht habe, hoffentlich, ja, und danke für diese letzte Frage, dann jeder agile Coach muss erstmal selber gucken, für welche Philosophie er brennt und für welche er einsteht. Und wenn er das nicht weiß, dann bringt es überhaupt nichts, sich mit irgendwelchen Labels von Scrum.org, SAFe oder Kanban oder was auch immer zu schmücken. Danke.